und herzlich willkommen zum ersten Motivationsmontag. Ich habe mir eine ganze Menge Sachen schon aufgeschrieben, über die ich bei so einem Motivationsmontag reden kann. Was mich dazu motiviert hat, auch wirklich mit diesem Motivationsmontag anzufangen, war eine einzige Person. Also klar, ich hatte ja selber schon diese Idee und habe das angesprochen gehabt und so und hatte ja da eigentlich auch so Lust zu. Aber wirklich jetzt dazu gekommen, das zu machen und mir dazu auch Notizen zu machen, bin ich, weil mir eine Kommentarschreiberin geschrieben hat, dass mein Motivationsvideo sie motiviert hat oder sie zumindest aufgeräumt hat. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt einfach mal und hoffe, ich kann damit Leute motivieren und dass mich das auch motiviert, diese Videos zu machen. Motivation! Ja, und das ist auch das, worum es heute gehen wird, dass es ganz oft halt wirklich nur eine Person braucht. Also nur eine Person, die deine Videos schaut, nur eine Person, die das liest, was du schreibst, nur eine Person, die das feiert, was du zeichnest, nur eine Person, die super glücklich ist über das, was du ihr bastelst. Also es braucht ganz oft nur eine einzige Person. Und ja, ich finde es wichtig, dass man sich so daran erinnert und nicht von diesem ganzen großen Etwas ausgeht, was man da irgendwie erreichen will oder so. Also zum Beispiel, klar wünscht man sich, wenn man YouTube-Videos macht, dass die halt irgendwie bekannter werden und man immer mehr Abonnenten bekommt und so, weil das ist ja irgendwie Sinn der Sache. Je mehr Leute kann man halt erreichen. Ja, aber auf der anderen Seite fängt es ja klein an und es fängt immer klein an und es sind halt einzelne Personen, die wichtig sind für das große Ganze und die schon so viel ausmachen. Und ich motiviert das selber halt total, wenn ich weiß, dass da auch nur eine einzige Person ist, der es halt wirklich wichtig ist, was ich mache und die es halt wirklich interessiert. Zum Beispiel habe ich meine Free Fanfiction, daran schreibe ich schon ewig, gefühlt, und die hat schon 21 Kapitel, ich habe die noch nirgendwo hochgeladen, aber ich schreibe sie quasi für Riri, weil sie die Person ist, die mich dazu motiviert, daran immer weiter zu schreiben. Und jetzt nicht mal unbedingt dadurch, dass sie sagt, ja los, schreib weiter oder so, sondern einfach, weil ich weiß, dass sie sich darüber freut, wenn ich das weiterschreibe und mich das freut, dass sie das freut und ja. Und sie ist nur eine einzige Person und sonst hat noch niemand diese Fanfiction gelesen und trotzdem habe ich selber für mich so Spaß daran, aber auch einfach sie damit glücklich zu machen. Und ja, man sollte das nicht vergessen, dass ganz oft halt Dinge von einer einzigen Person abhängen und es allein dadurch schon einen Unterschied macht. Weil es reicht, wenn du von einer Person das Leben besser machen kannst. Und klar, es ist besser, wenn du das von 1000 Menschen besser machen kannst oder so, aber diese eine Person reicht halt schon. Also die zählt schon so sehr. Daran wollte ich einfach mal erinnern, dass das eigentlich das Allerwichtigste ist. Dass es ja eigentlich nur darum geht, dass ganz am Anfang eine Person da ist und ja, diese eine Person macht eigentlich alles aus. Also, bis zum nächsten Montag und kommt motiviert durch die Woche. Ja, das wird jetzt meine Standardgeste für die Motivationsvideos. Was ich noch vergessen habe und irgendwie irgendwo mit reinschneiden werde, schreibt mir doch, was euch motiviert und worüber ich noch in meinen Montagsmotivationsvideos reden könnte.